Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich mache heute weiter mit Gras und Autokurse. Ich nehme heute nochmal zwei Folgen alleine auf. Aufgrund der Tatsache, dass gestern zwei Aufnahmen schiefgelaufen sind und ich brauche die dringend. Und mein Arbeitskollege ist, denke ich mal, beschäftigt mit seinem Sohn. Und da geht er mal sein Privatleben vor. Und ich werde das hier mal vielleicht die Ballen pressen. Und nebenbei Autodrive-Kurse einfahren. Denke mal, das macht am meisten Sinn. Und denke mir, wir haben keinen großen Vorteil, wenn wir auf 1 stellen. Wenn wir deswegen keinen großen Vorteil bekommen. Die Folgen mir halt wichtig, dass ich die am Donnerstag und Freitag bringen kann. So. Feld 23, Feld. So. Ersten Wegpunkt. Die ersten Strohballen muss ich wirklich abhauen, die in Ecke sind. Das geht. Sie kommen mal ein. Das Gras nimmt sehr gut mit. Und wir werden uns gleich darum kümmern um Autodrive-Kurse. Wo haben wir das? Pickup. Wir werden mal schauen, ob wir noch welche haben. Keine haben. So. Ein bisschen höher ansehen, anschauen, ne? Ja, so. Wir werden mal hier überlegen, kurz überlegen, überlegen. Händler fahren, Händler. Ja, wir fahren mal zum Händler. Na, Händler nicht. Zum Viehhändler da um die Ecke und da mal schauen, da haben sie einige Kurse zum Fahren. Gib ein Auto am besten. Man kommt schnell nach A und B. Und falls man doch mal was verreisen sollte, so wie hier, wenn es passieren würde, kann man immer noch manuell am Kurs was verstellen. Ja, ich denke, meine Musik ist ein bisschen lauter als sonst. Ist immer eine Art Frage der Einstellung und ist oft nicht so einfach. Ja, Wetter ist perfekt in Thüringen, keine Sonne. Hat mir gestern noch Regen angemeldet? Komisch. Macht aber nichts. So, wir fahren Richtung Viehhändler und dann mal da gucken. Da werden wir sicherlich ein, zwei Kurse noch anlesen können. Wir werden in aller Ruhe unsere Ballen pressen, die Ballen presst. Und da können wir irgendwann mal einsammeln und dann haben wir die Silage für die Kühe, vor der Herstellung. So. Ich wollte hier in der Ecke ein paar Kurse einfahren, das ist ganz wichtig, weil hier fehlen da etliche. So. So, aktuell geht ja nur ein Kurs nach geradeaus und wir werden mal einen nach links fahren. Das wollen wir machen. Kurse einfahren wollte ich sowieso ein bisschen offline und das bietet sich gerade an, dass wir das jetzt gleich verbinden mit zwei Folgen und somit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kriege ich das hin, dass wir noch die beiden Aufnahmen hinbekommen und
Wir haben Kurse fertig, so wie hier abgeschlossen. Jetzt mal ganz kurz überlegen. Überlegen ist ganz wichtig. Weil hier im Straßenverkehr soll es eigentlich nach Möglichkeit mit Einbahnstraßen funktionieren. Das heißt, hier werden wir jetzt gleich nach links abbiegen, von da unten, von der Hauptstraße, beziehungsweise von der Straße, wo wir hergekommen sind, ebenfalls einen Kurs hierher erfrachten. Wird sich später als vorteilhaft erweisen, wenn wir viele Kurse haben, dann kann auch der Kurs, Herr Kursbläser schon der Autofahrer entsprechend den optimalen Kurs auswählen. Ne, von hier entsprechend werden wir wieder ansetzen. So. Und zwar nach rechts. So. Bitte, dass die Pfeile immer schön in die Richtung gehen, wo wir hinfahren wollen. Also nicht entgegengesetzt. Auf keinen Fall Kurse, die sich entgegengesetzt kommen. Da ist das wird nicht funktionieren. Dann findet er kein Ziel. Das wollen wir ja nicht. Und hier die Strecken, da kann man eh nur einmal Straßen machen. Müssen wir hier mal anschließen. So. Genau. Und wieder zwei Strecken geschafft und es geht langsam vorwärts. Zeit. Will ich auch nicht so sehr überziehen. Ja. Bin nämlich leicht vergesslich. Beziehungsweise vergesse die Zeit dabei. So. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch abbiegen können. Ob hier noch ein Feldweg links und rechts ist. Ich glaube, links war ein Feldweg, ja. Da muss ich mir selber mal eine Karte reinschauen. Müssten wir mal schauen, mal, dass wir hier mal auch den nutzen in den Weg hier. So. Viele Wege führen nach oben und ich will eigentlich zum Händler irgendwann mal die Feldweg nutzen, auch dahin zu kommen. Irgendwann haben wir Ernteaufgaben oder Ernte, ja, eigene Ernte kann man sagen, und da wäre es hilfreich, wenn die Fahrer nicht so weit fahren müssen, ne? Beziehungsweise das Feld überhaupt gefunden wird. Da kommen wir bekannt vor. So, von hier muss ich mal gucken. Hier zwei Kurse haben. Ich glaube, wir haben hier zwei, ne? Wir haben hier zwei. Also Feld. Dann werden wir auch zwei anschließen. Ne, wir haben nur einen Kurs. Und zwar nach links, wie ich auch sehe. Ja, nach links. Dann werden wir auch links anschließen. Da werden wir gar nicht lange fackeln. Dann werden wir links fahren. Werden wir irgendwo hier anschließen. So. Gut, das wird die Ecke. Jetzt sind wir hier, fahren weiter und dann schauen wir gleich, Ballenpresse arbeitet. Ja, das wird schon laufen nebenbei. So, kann natürlich sein, dass er natürlich der spinnt, weil ich auf den Ballen fahre. Ne? Ah, dann kriegen wir eh mehr. Und so, hier werden wir wieder rechts abbiegen. Na, nicht mit Crossplay. Das ist mir etwas ungünstig, da müssen wir löschen. Den Punkt löschen wir mal. Da fahren wir ein bisschen mal nach vorne, dass der Pfeil mehr in die Richtung geht. Den Punkt löschen wir auch. Aber nicht geklickt auf Aufnahme. So, jetzt. Wenn wir hier rumholen. So fahren wir die schönen Feldwege ein. Und so kommen wir irgendwann auch zum Händler hin.
alles täuscht. Hier, ne, hier kein rechter Weg, aber da unten waren auch Wege. Aber einen am anderen. Jetzt machen wir mal hier geradeaus. Mal sehen, wo unser Weg hinführt. Da kann man noch viele Felder und Wiesen anfließen. Ah, hier kann man sich Wasser holen. So. Ah, hier ist noch rechts ein Weg und lass mal links liegen. Wir fahren mal geradeaus. Irgendwann werden wir auch die Felder anschließen. Nach und nach werden wir wieder Missionen. Und dann kann man ja die Felder automatisch mehr anschließen, wenn man dahin fährt, ne? So, wo sind wir jetzt? Händler. Muss ich ganz kurz gucken. Das soll jetzt so funktionieren. In der Theorie. Theorie ist richtig, ne? Das wäre im Prinzip erstmal an den Kurs anschließen, in dem wir gerade sind. Das heißt, an diesen Kurs hat er nicht gemacht, macht aber nichts. Dass wir uns hier anschließen, im Prinzip, ne? Falls wir doch mal in beide Richtungen fahren wollen, ist es ganz hilfreich. So, dann können wir mal gleich mal zurück und den Kurs nach links einfahren. Also im Prinzip in die andere Richtung. Denn wir wollen ja nicht nur zum Händler, wir wollen doch öfter mal auch wieder in die andere Richtung fahren. So, zum Beispiel nach links. Richtung Hochfeld 3 oder so. Hof 3. Beginnen wir hier. Da werden wir ein bisschen mal dran denken, ein LKW ein bisschen größeren Radius braucht. Und dann können wir hier das entsprechend anschließen. Jetzt haben wir schon einige Kurse hier angeschlossen. So, da haben wir den hier auch erledigt. So. Das fährt sich dann ja sicherlich irgendwann mal perfekt. Man kann überall hinkommen, ne? So. So, hier rechts ist die Straße. Da könnte man ranfahren. Weiß gar nicht genau, wo wir hinkommen, aber wir werden mal da langfahren, ne? Links ist ein Hof, das ist nicht ganz so dramatisch, das ist Sackgasse. Wäre nicht ganz so wichtig. Jetzt fahren wir hier aber möglichst auf der rechten Seite. Und falls es nicht reichen sollte, kann man immer noch, wenn der LKW da stecken bleibt, den Kurs korrigieren. Da in Thüringen die Straßen allgemein auch sehr schmal sind, kann es hin und wieder Probleme geben. Ne? Also das ist dann nicht auszuschlossen. Besonders bei großen Fahrzeugen wird man hier Probleme haben. Da muss man halt manuell eingreifen. Ansonsten kommen wir ganz gut zurecht hier. So, wir haben bei den Händler. Wir werden hier mal leicht anschließen. Ne? Mal geradeaus. Hauptsächlich erstmal und dann nochmal links. So. Und dann nochmal links. Wenn wir ein bisschen zurückfahren und dann den Kurs nach links auch einfahren. Ich fahre die Strecke am liebsten mit dem PKW ein. Hat sich irgendwie eingebürgert. Klar könnte man auch einen LKW nehmen, aber den PKW. Und da ja der Kurs hinterher immer schön korrigiert werden kann, ist das kein Problem. So, jetzt fahren wir in die Richtung noch.
Und ja, da ist auch fertig. Dann fahren wir zurück. Und dann fahren wir von da, wo wir hergekommen sind, mal nach links. Und hier fahren wir nicht geradeaus, das ist zu eng. Also könnte man es dort machen, aber da an der Kreuzung ist es zu eng. Also hier zum Beispiel an der Kreuzung nach links fahren, ne? Oder wir werden gleich, da ist dann noch eine andere Kreuzung. Oh, in den Hauptbahn reingefahren. Dass wir da gleich reinkommen, ne? Und da ist mein Bootschild. Ja, kann man ignorieren, ne? Ja. Hm. Na, das ignorieren wir nicht. Das wird auch sicherlich zu eng sein. Dann fahren wir von hier und fahren nach links. So. Starten wir wieder und dann geht's nach links. Hier ist es allgemein sehr eng und müssen wir halt, naja, hoffen, dass wir nicht so oft lang müssen, ne? Mit zwei gespannten LKW wird es hier riesige Probleme geben. Aber mit normalen Traktor und Anhänger sollte es eigentlich im Großen und Ganzen funktionieren. Und hier haben wir ein Problem. Hier müssen wir nach links abbiegen. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen zurückfahren. Dazu werden wir einige Kurse löschen. Und zwar hinter uns. Dazu setzen wir den Kurs, aber noch einen zurücknehmen. Dass wir ein bisschen. Achso, er macht ja. Ah, jetzt zeige ich wieder auf. Also die Aufzeichnung zu beenden oder pausieren, ja, beenden kann man sagen, ist dann sicherlich hilfreich, ne? Sonst jeder Meter, den man fährt, macht dann wieder eine neue Strecke hin. So. Nehmen wir auf weg. Ja, die wollen ein bisschen mehr nach links ausholen, dass wir auch rumkommen. Falls wir später mal mit einem Traktor dran fahren, ne? Mit Anhänger und so, ist das vielleicht besser, günstiger. Man hat hier ein bisschen mehr ausgeholt. Ne? Ich sag mal so oft, wenn ich über Straße fahre, einige Pkw-Fahrer sehe, Mensch, der fährt sonst LKW. Weil er so fährt wie, wie ich gerade sagte, man muss hier ein bisschen ausholen, ne? Falls man doch mal so. Jetzt geht es hier Richtung, wo wir Feld 19 waren, gestern. Und heute machen wir hier mal ganz kurz die Straße weiter. Und zwar nach rechts. So. Und von da aus eigentlich. Ich möchte eigentlich von dem Punkt. So, von da. Ganz kurz Zeit. Jo, ja, liebe Schauer, das soll es halt für heutige Folge gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, eine Folge kommt noch, dann machen wir, fahren weiter ein, Kurse ein. Das zeige ich ein bisschen, wie ich das mache. Und dann, ja, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir bald wieder Wochenende. Und vielleicht kommt Freitagabend ein Livestream. Mal sehen, wie mein Kollege da mitmacht. Ne? Da muss ich mal entscheiden, dass er auch möchte. Allgemein denke ich mal ja. So. Tschüss.